So, herzlich willkommen zum fünften Let's Play von Kingdom Hearts 2. Und jetzt machen wir die Bonusrunde um den Titel. Wir sind der Gewinner geworden. Und hier, das ist nämlich der Titelverteidiger, er hier. Setzer, genannt. Ja. So. Hat irgendwie Ähnlichkeit mit Ansem. Ja. Und nun zum Kampf um den Titel. Bist du bereit? Jo, ich bin bereit. Kann losgehen. Oder auch nicht. Und bei dem hatte ich bei der 3-Version die Trophäe geholt. Bei Setzer? Ja. An der Spitze ist nur Platz für einen. Für wieder bessere Gewinn. Also hast du bei ihm hier die 200 weggekloppt. Ja. Sag Rucksack. Tust du mir den Gefallen und verlierst? Nö. Den tue ich dir nicht. Konzentrier dich. Nö. Ich denk nicht dran. Na, lass mich gewinnen und ich will mich erkenntlich sein. Vergiss es! Roxas und unser Außenseiter hält gegen Setzer unseren Titelverteidiger. Der Gewinner dieses Matches ist der neue Champ. Damit darf man ein Jahr prahlen. Was immer du für richtig hältst, du irrst dich. Das ist ein großer Fehler. Ja, Pumon ist so einfach cool. Du bist uncool. Nur weil du so eine teure Kleidung anhast, denkst du, du bist der Beste. Nö. Lass dir mal lieber einen Bart wachsen lassen. Na, hör dich mal auf mit Bärten. Brauchst du das ja noch ein Kind? Ja, aber trotzdem. Ja, machst du jetzt eine Pause? Ja, mach da! Ey. Oh, der wollte gerade einen Konter machen, weil den will ich noch. Oh ja. Ey, Karamba! Schnell wieder einsammeln. Zack. Okay. Au. Au. Bon. Wir hatten auch nicht vor, davon zu laufen. Bon. Trotzdem haben wir gewonnen. Ja, auch wenn er 10 hat. Egal. Und her mit dem Pokal. See ya. Roxas. Egal. Hat's geschafft. Der Wahnsinn, Roxas. Irgendwas wollte er gerade sagen. Ja. Erstmal den Gürtel. Das ist auch ein Accessoire, was zum Anlegen. Der Champion Gürtel. Den kann man leider nicht teilen. Aber war das andere Item? Ja, das andere Ding. Und da zeigen sie auch noch, wie der schon geteilt wird. In welchem Falle? Ja. Erhöht Feuer, Eis und Blitzresistenz merklich. Da ist der Pokal. Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert und jeder kriegt einen. Ja. Aber welche Farbe kriegt Roxas? Naja, das glaube, ja. Ja? Aber die hätten so machen müssen, dass man sich eine Farbe aussuchen darf. Ja, Duell. Was hättest du denn am liebsten genommen? So, ihr Gelb. Sie zufällig auch so anschaut. Rot und Grün. Ja, Blau. Wie es mir gedacht hatte. Und was hättest du genommen? Auch Blau. Achso. Das war schon richtig so. Ja, die Farben hauen ungefähr hin. Dings hat was Grünes an, Grün. Und hier der mit den Stürmern, ja, der hat rot und hat die Penne. Ah ne, war da Penne hat grün. Die beiden hätten tauschen müssen. Heiner hat rot. Olette hat gelb und Roxas hat natürlich blau. Heiner und Penne hätten tauschen müssen. Von den Farben her so. Das heißt, was er heißt. Wow, 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 wow. Ich will hier nicht runterfallen. Nicht doch. Uncool. Hä? Kairi, wait up! Da wo sie noch schöner waren. Achso, wo sie noch klein, sehr jung waren. Hey, do you feel like going out to the island? Ah, das ist doch die kleine Yuki, wie sie hieß. They won't go with me. Nicht wahr? Ja. Not today. Sorry. Hä? Aw, why not? Warum nicht?
Do you remember those boys who Erinnerst du dich noch an die Jungs, die immer bei uns sind? Rico? Ja. I wonder whatever happened so, als ihm geworden them. Ist. Ich vermisse ihn. I sure miss him. He's far away. Er ist weit weg, we'll aber ich weiß, wir sehen ihn wieder. Sure. Stimmt, das werden wir. And the other boy? Und der andere Junge? What other boy? Welcher andere Junge? The one who was with Riku and me all the time. Der immer mit Riku und mir zusammen war. Wir haben gemeinsam auf der Insel gespielt. His voice was always used to be. Seine Stimme war stets da, doch jetzt ist sie fort. I can't think of his face or his name. Ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern. I feel awful about it. Ich fühle mich ganz schlecht deswegen. So I told myself, also habe ich mir vorgenommen, erst wieder zur Insel zu fahren, wenn mir alles über ihn eingefallen ist. Sure Bist du sicher, dass er kein Hirngespinst ist? Domine? Domine? Au. Eigentlich Kairi. Ja. Namine, was geschieht What's happening mir? To me? Who are you? Bist du? That's not my Und ich heiße nicht so. I'm Kairi. Ich bin Kairi. Kairi, I know you. Ich kenne dich. You're that girl he likes. Du bist das Mädchen, das er mag. Wer? Please, a name. Bitte der Name. I'm Roxas. Okay, Roxas. Gut, Roxas, aber okay, can you tell me his hast du mir sagen, wie er heißt? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Okay. Natürlich, ich kann dir ja einen Hinweis geben. Starts with an S. Swinton mit einem S. Ja, ist ja mal Sora. Und das X von Roxas mal weggenommen und mal umgemischt. Ja. Dann haben wir den wahren Are you Namen. Okay? Stimmt? Ja. Hä? Hm? Ne, was ist denn da los? Da ist irgendwas los. Definitiv. Das finde ich auch komisch. Die Insel ist gar nicht mehr so weit weg, ja. Aber man kommt nicht hin. Wolltest du das damit sagen? Ja. Hä? Soll Destiny Island hinten sein, da? Die Insel. Das da? Soll Destiny Island sein? Ja. Hey, die hat ja einen Mogri an ihrer Tasche, sie hier. Ja. Kairi? Flaschenpost. What's Eine Flaschenpost. That? Was ist das? A letter. Ein Brief, den ich I wrote gestern schrieb. Yesterday, to the boy I can't remember. An den Jungen, said an dem ich ihn hier schrieb, ich würde ihn finden, egal wo er ist, irgendwann. And when I stopped writing, als ich fertig Ich war viel mehr ein wichtiges Versprechen ein. Dieser Brief ist der Anfang. Ich weiß es. Wow. Toll, hoffentlich kriegt er ihn auch. I hope he gets it. He will. Bestimmt. Starts with an S. Er beginnt mit einem right? S. Sora? Nicht wahr? Sora? Restoration? Ja, schon bei 79. Also über ein Dreiviertel ist schon wieder hergestellt. Ja. Jetzt kommt mir nicht das nach, wo man in diesen Dings diese Geister aufspielen muss. Also was sie denken, das sind Geister. Hm? Hat er die, das ist die blaue. Hat er also so, einfach mal. What happened? Also was ist geschehen? Wieder bei dem Geld hin. Namines, ja. Namines Begegnung mit Roxas kann sein Herz in Kontakt mit dem von Kairi. And that in turn Und das hatte wiederum auch viel Einfluss auf Sora. Verstehst du? Namine. Namine? Hm, sie ist mir ein Rätsel. Sie kam nicht wie ein anderer niemand zur Welt. Sie kann die Herzen und Erinnerungen von Sora, mit dem verbunden sind, manipulieren. Und wessen niemand ist sie? Ich könnte es dir sagen. Aber sogar du, mir doch zuerst deinen wahren Namen. It's Ansem. Lautet Ansem. Das ist auch sprachlos. Das ist ein Bodenvorsicher. It's an honor, Ansem. Es ist mir eine Ehre, Ansem. Da sind sie, das sind die Throne der 13. Hm. Roxas ist natürlich der niedrigste. No way. Ja. It's too soon. Kannst du nicht der Ernsthaft ausschalten wollen? Noch nicht.
Das ist ein Befehl. Worauf wartest du? Du hast doch sonst immer aus dem Prozess mit Verrätern der Organisation gemacht. Bei ihm ist es das andere. Er hat uns nicht verraten. Er kann nicht zurückkommen. Wenn er nicht zurückkommt, weißt du, was zu tun ist. Sonst musst du die Konsequenz tragen. Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Hey, lass meine Frisur heil. Das imponiert Axel nicht im geringsten. Dann machst du ihn nicht zu einem Dämmerling. Alright, I'll do it, if that's what you want. Wenn du das wirklich willst. Da ist der kleinste Thron. Der eigentlich Roxas gehört. Ja. Er ist ja die Nummer 13. Stimmt's? Ja. Und Ansehen war der Erste. War das nicht jemand anders, die Nummer 1? Ich glaube, Axel war die Nummer 9. Oder? Auf jeden Fall ist der zweite so eine Lady. But which parts were the dream? Von Latron. Der fünfte Tag. Noch drei Tage Sommerferien. Also erwähnen bloß nicht den blöden Aufsatz. Aber wir hatten noch ausgemacht, den heute abzuholen. Gestern bin ich vom Bahnhofsturm gestoppt, oder? Ja, denn so wärst du jetzt nicht hier. Aber Tatsache, knapp war es schon. Wechsel nicht immer das Thema. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Wir schreiben den Aufsatz. Ich hasse freie Themenwelt. Also hat jemand eine zündende Idee? Könnten ja die Dinge beleuchten, die mir in letzter Zeit ständig passieren. Träume und dieser Kerl, diese Kerle in Weiß. Vergiss es. Warum? Irgendwas stimmt mit dir und der Stadt nicht, seitdem die Fotos geklaut worden sind. Also werden wir morgen die Stadt durchforsten und rausfinden, was da los ist. Ganz viele Leute wollen uns dabei helfen. Und das nur meinetwegen? Ich hole uns mal einmal Eis. Ja, von Ration Geld. Es wurde geklaut, die 5000. Aber irgendwie hat er trotzdem welches geholt. Ja. Es macht zur Zeit diese seltsamen Gerüchte in die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrot-Bahnhof. Wir benutzen die doch andauernd, ohne groß drüber nachzudenken. Aber, und das ist das Seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Hä? Im Ernst? Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese, fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber rausfinden? Pence, du bist ein Genie. Vielleicht machen ja noch mehr solche Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Olette und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Komm, Olette. Bleiben noch wir 2 übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Der Treffpunkt. So, oh, und dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play erstmal war. In dem nächsten Let's Play kommt auf jeden Fall diese 7 Wunder. Mit dem Ball und alles, was da so war. Okay. So, dann bis später. Ciao.